Da sind wir wieder, dieses Mal wieder. Ja, vorhin waren wir auch schon zu zweit. Gleich gibt es unsere Linux-Fragestunde. Die gibt es in quasi ähnlicher Besetzung auch. Wie lange ist das her? War diese Woche sogar. Diese Woche Dienstag. Auf Linux Guides. Jetzt das Ganze wieder auf Linux Guides, aber von Kilo Open Source und Linux Tagen, beziehungsweise dem Linux Presentation Day. Kleine Änderung, Maren ist auch mit dabei, zwar bloß über Ton, aber wir sind dieses Mal quasi zu dritt und versuchen eure Fragen zu beantworten, die ihr über YouTube oder auch über den Big Blue Button Raum denn an uns stellt. Ja, den Big Blue Button Raum findet ihr über das Programm der Kilo Open Source und Linux Tage, kilux.de/programm. Genau. Ja, und stellt wirklich gerne alle Fragen, besonders im Anfängerbereich heute. Wir erklären wirklich alles gerne, auch dreifach, wenn ihr was nicht versteht. Und soll so heute so ein bisschen der Einsteiger, der Anfängertag sein. Und es gibt keine blöden Fragen heute. Und ich würde sagen, wir gehen ganz, ganz kurz in die Pause und sind gleich wieder da. Bis gleich. So, okay. Ja, man sollte uns jetzt hören. Zeigt auf jeden Fall unser Programm an. Von daher herzlich willkommen zur Linux- und Open-Source-Fragestunde, besonders hier für die Einsteiger, wie wir ja schon eben erzählt haben. Und wir sind schon ganz, ganz gespannt auf eure Fragen. Wir gehen einfach mal alles chronologisch durch, haut ab jetzt am besten alles rein. Am besten vielleicht irgendwie, wenn ihr es schafft, bei YouTube mit @linuxguides.de das zu markieren, dann sehen wir das auf jeden Fall. Das wäre klasse. Sonst könnten wir vielleicht mal die eine oder andere Frage übersehen. Dafür möchte ich mich schon mal im Voraus entschuldigen. Ja, so, wunderbar. Warten wir eigentlich auf eure Fragen, oder, Hauke? Ja, genau. So ist das. Wenn ihr im Big Blue Button Raum seid, könnt ihr euch auch gerne entmuten. Aber wichtig, das wird auf YouTube gestreamt und auch dann aufgezeichnet. Genau. Also nur, dass ihr wisst. Ansonsten dürft ihr auch gerne mit uns so reden. Also müsst nicht unbedingt schreiben. Genau, Hauke hat den Big Blue Button in Sicht. Genau, den habe ich. So, wunderbar. Dann schauen wir doch mal schnell rein hier. Ah, geht. Bin ich zu laut, zu leise? Für mich eher zu leise. Das ist super, würde ich sagen, oder? Für dich zu leise. Okay. Also wir sind lauter. Wir sind lauter, okay. Dann mache ich uns mal ein bisschen leiser. Oder also die Maren ein bisschen lauter. So, okay. Alles klar, danke. Ja, da kommt auch schon die erste Frage rein. Okay. Hab einen Mint auf günstigen Laptop. Ton geht gut über Bluetooth, bis auf ein Programm VCV-Rack. Das zieht Leistung und ruckelt rum. Wie gehe ich vor? Weiß jemand von euch zufällig, was VCV-Rack ist? Muss ich gucken? Tut mir leid, habe ich noch nie gehört. Ein Musikprogramm vielleicht? Ich mache hier mal unsere. Ui, die Webcam war auch schon mal irgendwie gefühlt ein bisschen hochauflösender. Vielleicht kann ich das hier irgendwo mal ganz live einstellen. Kann ich wahrscheinlich nicht machen hier, ne? Schließen. Dann sind wir heute ein bisschen verpixelt. Das tut mir natürlich sehr, sehr leid. Ja, gut. Und ich muss den Banner ändern hier. Ja? Wieder alles vergessen. Stimmt, muss ich auch noch. So, das ist die. Ja, wir üben ja heute noch so ein bisschen. Genau. Okay, gut. Also, die Frage ist, ja, Bluetooth und Sound ist ja sowieso immer nicht so unbedingt. Es geht zwar natürlich, aber jetzt für Live-Sound beispielsweise, wenn du es in gewisser Weise professionell machen willst, ist es schwierig. Ist ein Musikprogramm, schreibt derjenige. Das kann einfach sein, dass, und dass entweder dein Rechner wirklich dazu zu schwach ist oder versuchst irgendwie über Klinke zu laufen zu bekommen. Es kann einfach auch sein, dass es einfach diese Bluetooth-Bibliothek, die da vielleicht dann noch mit hinzugefügt ist, je nachdem wie das aufgebaut ist, vielleicht gar nicht so leistungsstark ist oder selber noch Fehler hat. Also da dann vielleicht wirklich mal eher in Richtung Entwickler gehen und da mal nachschauen oder nachfragen oder nachhaken, besser gesagt. Die wissen da wahrscheinlich mehr. Also beziehungsweise Bluetooth und Sound geht zwar über Linux, also beispielsweise schaue ich immer mal dann mit ein paar dann irgendwie eine Serie oder sowas.
über Bluetooth quasi dann auf die Stereoanlage, dann so auf dem Laptop, das geht ganz gut. Manchmal ein bisschen verzögert, aber generell so richtig Live-Sound ist immer ein bisschen schwierig mit Bluetooth. Also ja, es hat sich leider in den letzten Jahren nicht unbedingt groß verbessert von der Technologie her, würde ich sagen. Würdest du noch was dazu sagen wollen, Hauke? Kann ich jetzt, also zu Bluetooth kann ich jetzt nicht direkt was sagen und diese Software, ich habe bloß mal kurz geguckt, was das überhaupt macht. Ja. Also Okay. würde ich mich jetzt spontan deiner Meinung mal anschließen. Okay. Ja gut, dann würde ich sagen, wäre es das zur ersten Frage. Und hast du eine Frage Da, an mich? da, dann habe ich einmal bei Big Blue Button. Was mich, also die Frage ist, was mich an Linux irritiert, wenn ich einen Browser öffne, soll ich einen Schlüssel eingeben? Was ist das und wie funktioniert dieses System? Ein Oh Schlüssel? ja, das hat mich auch oft gestört. Ich glaube, das ist der GNOME Keyring, den er da meint, ne? Weiß Okay. auch gar nicht mehr genau, wie ich das ausgeschaltet habe. Ich glaube, ich habe es einfach deinstalliert. Das ist aber die Sache, beispielsweise ich selber brauche GNOME Keyring, dann beispielsweise für den Nextcloud, wenn ich jetzt auf dem Desktop bin, die irgendwie selber irgendein Modul nicht findet, nimmt sie dann auch GNOME Keyring her und er fragt mich dann bei jeder Anmeldung nach dem Passwort nochmal extra. Das ist wirklich ein bisschen blöd. Also manche Programme brauchen das ganz einfach. Von daher, ja, ist es schwierig. So richtig, also du Also kannst bei es mir deinstallieren. funktioniert es super ohne. Ja, bei mir auch, aber bei anderen Desktops funktioniert es nicht. Bei XFCE beispielsweise habe ich da häufiger mal Ich Probleme habe gehabt. XFCE. Ich habe den habe ich nicht Na, dann müssen wir uns nochmal unterhalten, geschaltet oder vielleicht. irgendwas. Das hat mich total genervt. Beim Chromium vor allem, wenn man den geöffnet hat, du machst es auf und du kriegst es nicht mal weggeklickt, das blöde Ding. Nee, du musst dann das Passwort tatsächlich eingeben, ne? Und wenn du am Ja. Anfang lang es eingegeben Fünfmal hast, klicken. ist dann Feierabend da. Ja, nee, also ja, deinstallieren ist eine Sache, aber dann ja, ist es schon in gewisser Weise, glaube, sind die Passwörter, die da drauf gespeichert werden, entweder nicht verschlüsselt oder gar nichts, je nachdem, ob man die Funktion halt nutzt. Ich glaube, dafür Genau. braucht Chrome, beziehungsweise Chromium das, Nutze meinen beziehungsweise auch eigenen die Nextcloud. Passwortmanager. Ich auch, absolut. Ne? Kann man nur empfehlen, natürlich, den eigenen. Muss sagen, die Browser-Passwortmanager. Hat jemand von euch die verwendet, Hauke, du? Den Passwortmanager da, also in Firefox speichere ich das ab und Chromium selbst hat auch irgendwas Eigenes, sodass ich den GNOME Keyring nicht habe. Also ich Aber habe im wie sicher? Firefox für die unwichtigen Passwörter und für die wichtigen Passwörter habe ich noch meinen KeePass Okay. 6C. Ja, bei mir ist es so Bitwarden für die unsicheren und KeyPass auch für die sicheren. Ja, okay. Ja. Da hat ja jeder so seine eigene Strategie. Okay, gut. Hast du noch eine Frage, Hauke? Ich gucke gerade. Ansonsten hätte ich eine. Nö, das ist jetzt nicht direkt, das bezieht sich auf Stefan wahrscheinlich noch. Okay, Also, gut. genau. Ja, also wenn da irgendwas Neues rausgekommen ist mit irgendwelchen Themen, dann melde dich einfach. Ansonsten fragt jemand auf YouTube, gibt es Linux auch für Android-Smartphones? Ja. Wer möchte von euch da direkt mal einhaken? Alle schreien hier, dann mache ich das mal. Oder du? Ja, egal. Ja, es gibt tatsächlich Linux für Smartphones, allerdings nicht so, wie du es dir wahrscheinlich vorstellst. Es gibt beispielsweise Ubuntu Touch, das gibt es nur für ganz, ganz ausgewählte Smartphones, das dann aber auch ganz okay funktioniert. Es gibt das Pinephone beispielsweise, es gibt insgesamt so, ich sag mal, drei Linux-Oberflächen. Einmal das Unity 8, glaube ich, das nutzt dann Ubuntu Touch. Dann gibt es noch einmal KDE Plasma Touch, keine Ahnung, wie das richtig heißt. Jedenfalls vom KDE-Projekt eine mobile Oberfläche und von GNOME eine mobile Oberfläche. Inwiefern welches System dann was nutzt, da muss ich sagen, bin ich auch gar nicht so im Detail. Ich weiß nur, dass es Manjaro gibt, die halt verschiedene, ich sag mal, Smartphones anbieten, beziehungsweise Systeme anbieten, was man dann so installieren kann. Und genau, ansonsten das Pinephone und sicher noch andere. Aber da muss ich sagen, einfach mal schauen. Gibt es auf jeden Fall.
ist aber allerdings nicht so richtig mit den Android-Apps kompatibel, beziehungsweise gar nicht. Also da bist du dann, hast du teilweise nicht mal WhatsApp oder so. Gut, wer auch kein WhatsApp braucht, dann ist es gut, aber wer beispielsweise WhatsApp darauf nicht verzichten kann, für den ist es dann nichts. Wer dann aber trotzdem sowas Freieres verwenden will, den kann ich Lineage OS empfehlen. Das ist ein freies Android, also Android ist ja generell eh frei, aber halt eben, ja, quasi, man nutzt die freie Basis von Android und hat da so ein paar spezielle Besonderheiten draufgetan und kann das beispielsweise wahlweise mit oder ohne Google installieren. Ist mir immer so ein kleiner Ritt, also ist nicht so einfach wie eine Linux-Installation, aber ja, also ich habe tatsächlich mal so gemacht, dass ich das Leuten angeboten habe, die mich per Mail gefragt haben, ja, willst du das vielleicht mal mein Handy da draufziehen? Habe ich dann doch meistens immer gemacht, also wenn da Interesse besteht. Wäre das möglich, je nachdem, aber nicht, dass hier jetzt zu viele Anfragen kommen. Ne? Braucht da auch ein bisschen Zeit immer für. Und Kannst du ich tatsächlich. meins mal aktualisieren? Ich traue mich noch nicht. Das ist immer eine Sache, war früher auf jeden Fall ein großes Problem teilweise. Dann ist das Handy nach den Aktualisierungen irgendwie gebrickt oder nicht gebrickt. Im schlimmsten Fall Genau. vielleicht, aber halt nicht mehr so richtig Nächster funktionstüchtig. Versionssprung. Hatte ich tatsächlich auch immer Angst, ja. Ja. Aber ist besser geworden. Ist besser geworden. Tja. So, das wäre es in der Hinsicht. Genau. Das gibt es bei Stellt dir auch weiter gar nicht. Fragen? Im Moment eigentlich nicht. Aber ich höre schon fast so eine Frage, wo man den Kieler Linux-Tagen überhaupt folgen kann. Also das habe ich, glaube ich, mal vorhin mal kurz gelesen. Das können wir mal kurz sagen. Euch kann man, wo kann man euch überall verfolgen? Also wir haben, man muss sich ja schon fast dafür schämen. Also Facebook gibt es einmal, dann Mastodon als quasi freie Alternative zu Twitter, Twitter selbst. Und ja, wir haben auch noch einen YouTube-Kanal und darüber könnt ihr euch uns folgen. Und wir haben auch noch eine ganz traditionelle Mailingliste. Die ganzen Informationen dazu findet ihr auf unserer Seite kilux.de und am Ende stehen die ja, Social-Media-Kanäle, die wir so bespielen. Und dann haben wir unter News und in der Kategorie News, Newsletter könnt ihr halt unseren Newsletter noch abonnieren. Genau, hier unten, ne? Immer seht ihr das hier. Habe ich Genau. jetzt mal im Stream kurz gezeigt. Genau. Also auf jeden Fall mal auf allen Kanälen, die ihr habt, abonnieren und folgen. Gibt es immer ganz coole Infos rund um die Kieler Linux-Tage und auch beispielsweise durch Sponsoren, die das Ganze machen. Ist jetzt aber keine Werbung, die ihr dazu gemüllt bekommt, sondern wirklich, ja, kann ich nur empfehlen. Folge ich auch auf allen Instanzen und ja, müsst ihr auf jeden Fall unbedingt machen. So. Werbepause eingelegt. Genau. Super. Ja, Fragen, Fragen, Fragen. ja. Noch sind wir hier. Genau. Da gibt es eine Frage zu Firewalls. Percival fragt, welche Firewalls gibt es für Linux und welche ist zu empfehlen? Kann dazu selber nicht so wirklich was sagen, aber vielleicht ihr beiden. Also es kommt darauf an, wie man das sieht, ob es jetzt eine Firewall sein soll, die bloß lokal laufen soll. Ansonsten gibt es ja, spezialisierte Distributionen wie OpenSense, also das ist eine Linux-basierte Firewall für größere Umgebungen. Ansonsten gibt es dieses, wie heißt das, UFW? UFW, also das ist quasi das Terminal-Programm dann dafür, so eine klassische Firewall, würde ich mal sagen. Und das, was ihr wahrscheinlich verwenden wollt als Anfänger, ist GUFW für Graphic oder GTK, weiß ich nicht. Jedenfalls, das ist das ganz normale Firewall-Programm, was ihr beispielsweise bei Linux Mint oder bei Ubuntu oder sowas öffnen könnt. Und genau, da könnt ihr dann ganz, ganz einfach die Firewall ein- und ausschalten. Wisst ihr, was ich zeigt das einfach mal Genau. direkt, wenn ihr wollt. Ne, können wir mal machen hier. Ich will keine Präsentation wiederherstellen. Bin ich heute Präsentator? Ist die Frage. Schauen wir doch mal nach, wenn mir das jemand mal schnell geben könnte. Das wäre super, aber dann kann ich nämlich hier so eine Bildschirm. Ah, wunderbar, danke. Das wollte ich und ich will den hier teilen. So, jetzt seht ihr das mal so ein bisschen doppelt. Und jetzt hole ich hier mal meine Firewall raus. Die Firewall-Konfiguration. Muss man natürlich mal wieder ein Passwort angeben, weil das ist tatsächlich dann doch Administrator-Sache in der Regel.
Und ja, hier haben wir einmal, wie ihr das Ding anschaltet. Ja, könnt ihr verschiedene Profile machen. Die Profile unterscheiden sich darum, wie sie öffentliche Anfragen behandeln, ob sie sie ablehnen, ob sie sie zulassen oder ob sie sie einfach ignorieren. Ja, genau. Ich empfehle, wenn dann eigentlich immer nur öffentlich und zu Hause. Ich weiß nicht, Büro ist so, glaube ich, das Mittelding. Weiß ich nicht. Habe ich noch nicht so richtig den Sinn dahinter gesehen. Du hast die Freigabe beendet. Ist die Bildschirmfreigabe beendet worden oder... Ich höre hier auf jeden Fall ganz, ganz laute Sounds. Es tut mir sehr, sehr leid, wenn wir hier gerade auf... ja, deinen Bildschirm sehen wir nicht mehr. Den seht ihr nicht mehr. Ja, das war es mit dem Bildschirm auf jeden Fall, auf Big Blue Button. Ich bin aber auch kein Präsentator mehr. Jedenfalls zeigt er mir an. Laptop 2? Ich bin der Normale. Musst du machen. Warte mal, kann ich mir das machen? Status. Ja, okay, weiß ich nicht. Für die YouTube. Welcher von den beiden bist du denn? Jean Laptop oder Jean-Frédéric Vogelbacher? Den ersten, also den zweiten, den du jetzt gesagt hast. Also mit dem ich auch spreche. Also generell, können wir auch nochmal Regeln einbauen. Da könnt ihr dann beispielsweise, jetzt habe ich das wieder bekommen, Dankeschön. Mache ich direkt nochmal rein. So, jetzt solltet ihr das hoffentlich wieder sehen und sollte hoffentlich nicht mehr weggehen. Bei den Regeln könnt ihr einmal hier mit Plus ganz einfache Regeln halt eben hinzufügen. Ihr könnt vordefinierte Anwendungen hier schon mal auswählen. Da gibt es eigentlich ganz, ganz viel Call of Duty und so weiter. Eigentlich sind manchmal Sachen, die gar nicht so gut wahrscheinlich auf Linux funktionieren, aber es haben halt mal Leute hinzugefügt. Könnt ihr da mal suchen. Ich glaube, könnt ihr das auch einfach hier eingeben in die Suche. Ansonsten könnt ihr das auch selber eingeben. Also ihr könnt dem einfach eine Regel geben, beispielsweise sage ich jetzt mal Mumble. Ich hoffe, ich kann mich noch an die IP, an den Port erinnern. Richtlinie erlauben müsst ihr dann machen. Richtung eingehend, Protokoll, beide je nachdem. Ich glaube, TCP ist Mumble, wenn ich mich nicht irre. Und dann könnt ihr den Port angeben. Wenn ihr euch unsicher seid, ich denke, wird euch erstmal keiner einen Strick draus drehen, wenn er beide sagt. Und dann, ich glaube, war das 1679 oder sowas. Irgend sowas in die Richtung was, keine Ahnung. Und dann könnt ihr diesen Port halt eben freigeben. Ihr müsst nur die eingehenden Ports freigeben, weil die ausgehenden Ports müsste die Firewall eigentlich automatisch direkt, weiterleiten, wenn ich mich recht entsinne. Können wir gleich nochmal nachschauen. Da kommt leider keine Nachricht, dass es gemacht wurde oder alles Mögliche. Wenn ich auf Hinzufügen drücke, sieht man erstmal nichts, aber wenn wir das Ganze schließen, sehen wir hier, hat er das hinzugefügt. Hier sehen wir die Einstellung für zu Hause. Eingehend verweigert erstmal, halt eben bis auf diese Regeln, die das dann halt eben dann in der Regel zulassen. Und ausgehend wird eher alles erlaubt erstmal. Also wenn ihr einen Webserver hinzufügen wollt, wären das die Ports 80. Bei HTTPS dazu nochmal 443 beispielsweise. Genau, so funktioniert die Firewall. Generell braucht ihr zu Hause meistens keine Firewall, weil euer Router eigentlich schon so ziemlich alles von außen abblockt. Kommt darauf an, wie gefährlich euer lokales Netzwerk ist, aber wo die Firewall auf jeden Fall nützlich ist, sind in öffentlichen Netzwerken, wie beispielsweise im öffentlichen WLAN. Das könnte dann doch teilweise zu, würde ich nicht machen, ja. Und im Chat gibt es noch Bemerkungen hier zu UFW. Und zwar zum einen sagt K, dass UFW nur bei Debian-basierten Linux-Systemen dabei wäre. Und dass dieses GUFW, dass man das extra installieren müsste. Also ein apt-install GUFW müsste man dann wohl machen. Bei Debian kann das sehr gut sein. Ja, absolut. Bei Ubuntu und Dings schon vorinstalliert, aber stimmt. Ich glaube, ich weiß gar nicht, was es auf der Arch Linux-Seite gibt. Da gibt es auch sowas in der Richtung. Aber ich muss sagen, da kenne ich mich zu wenig aus mit der Arch Linux-Seite. Wenn das jemand zufällig weiß, kann er das gerne mal kurz sagen. Ansonsten passt das soweit. Ich glaube, die schreiben hier schon ganz wild. Okay, wunderbar. Ich mache hier mal die Bildschirmübertragung wieder aus. Und dann seht ihr das nicht mehr ganz so. So, Minus und dann passt das. Gut, dann kommen wir zu einer anderen Frage. Das ist ja quasi eine Folgefrage für das andere von vorhin. Zu dem Linux, Android, ne? Mhm.
Hätte man dann zwei Betriebssysteme gleichzeitig auf einem Gerät installiert? Falls ja, muss man einen Neustart her, um das Betriebssystem zu wechseln. Generell, boah, da können wir jetzt ein Fass aufmachen. Also generell, soweit habe ich das noch nie mitbekommen, dass es da irgendwie parallel, dass man da gleichzeitig quasi zwei Betriebssysteme auf einem Gerät installiert hat. Also auf einem Endgerät, auf einem mobilen Endgerät, beziehungsweise halt Smartphone. Was aber geht, was man auch so auf einem normalen Android machen kann, ist eine Linux-Maschine drauf laufen lassen, also eine virtuelle Maschine. Oder am Ende auch nur ein VCL-Client. Wie heißt VNC? VNC, VNC meinte ich. VNC, ja VNC, klar. VNC, ja. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Ja, VNC-Client, der kann sich dann quasi auf entfernte Rechner dann im Desktop zuschalten. Das gibt es auf Android, glaube ich auch im Play Store oder auch bei F-Droid, glaube ich, wo man sich dann beispielsweise so eine virtuelle Maschine dann erstellen kann und so sein eigenes Linux auf dem Handy hat. Das geht sogar ganz gut. Also so ein abgespecktes Linux meistens. Aber so richtig, dass man da wechseln kann hin und her zwischen Systemen, gibt es eigentlich nicht. Außer es ist jemand anderer Auffassung. So, okay. Ja, genau. Ja, genau. Wunderbar. So, soweit sehe ich jetzt hier auf YouTube erstmal keine Fragen mehr. Haben wir auf Big Blue Button noch Fragen? Haben wir auch keine. Also stellt eure Fragen, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ne? Ja, ansonsten machen wir alle früher Feierabend, dann gibt es früher Essen. Habe ich auch nichts dagegen. Ja, auch lecker. Ja, hast du schon was bestellt? Oder? Nee, haben wir noch nicht. Müssen wir noch aussuchen. Ja, dann haben wir mal Dalli hier, ne? Ja. So. Tonprobleme. Das ist die nächste Frage im Big Blue Button. Ich lese mal vor, weil beantworten kann ich das auch nicht. Moin, ich nutze Big Blue Button unter Kubuntu 2004 mit Firefox und USB-Webcam-Mikro. Beim Echo-Test und auch in Konferenzen hört man mich nicht, sondern nur quietschen oder rauschen. Skype läuft. Wo muss ich ansetzen, um das zu beheben? Fragt MG. Also erste Frage wäre dazu, unter welchem Browser du das ausführst. Firefox steht da. Ach, Firefox, muss das genau. Ja, genau. Also ich gehe mal davon aus, es könnte sein, dass der Firefox das Mikrofon nicht runterregelt vielleicht, theoretisch. Entweder das oder dass es eine Rückkopplung gibt, wenn es quietscht quasi, je nachdem. Da musst du mal aufpassen. In der Regel müsste aber Firefox eigentlich nicht deine Eingabe nochmal direkt ausgeben. Ich schätze mal, stell vielleicht bei Firefox in den Einstellungen, schau mal da, ob du das richtige Mikrofon ausgewählt hast und jetzt vielleicht kein internes Mikro, was dann einen internen Lautsprecher oder sowas noch mit benutzt und dadurch das Quietschen entsteht. Check die Lautstärke ab. Das wäre jetzt so, was ich mal so auf Anhieb machen würde. Stimmt. Ja, guter Hinweis. Ja, sonst noch. Ja, und gegebenenfalls einfach mal ein anderes Mikrofon probieren. Also, wenn du ein Headset hast oder ähnliches, ist es eh günstiger für Videokonferenzen, als wenn du jetzt hier das Webcam-Mikrofon nimmst, weil das ist ja ein Stückchen weit weg. Und dann nachher noch Lautsprecher dazu oder so, dann hast du Rückkopplung. Ach so, so ist das. Ja, kann sein, dass das Firefox einfach auch nicht rausfiltert. Also Skype oder Discord beispielsweise filtern das automatisch raus und stellen dein Mikrofon leise, wenn gerade was durch einen Lautsprecher kommt. Firefox kann sein, dass er das nicht macht oder die Anwendung da drin. Also es kommt auch immer die Anwendung da drin an. Das könnte auch noch sein. Also versuch nie mit Lautsprecher und Mikro gleichzeitig eine Konferenz zu machen. Irgendwo geht es in der Regel immer schief. Ja, ja, ansonsten haben wir da noch eine Frage. Ansonsten gibt es auf YouTube wieder zwei Stück. Dann würde ich sagen, als nächstes machen wir YouTube wieder. Dann lass uns zu YouTube gehen. Und zwar fragte, der Name ist mir zu lang, aber jedenfalls Erfahrung mit Umbrell als Home-Server. Umbrell. Muss ich gucken. Das Internet weiß das vielleicht. Umbrell, ja. Umbrell. Sag mir erstmal nichts. Ich hab mal schon gehört, Umbrell, aber tatsächlich auch selber noch nicht
genutzt? Ist Umbrel vielleicht sowas Ähnliches wie UCS für das Home vielleicht? Das müsste man mal schauen. Also, wie du heraushörst, wahrscheinlich eher weniger Erfahrung. Aber generell, ach doch, Umbrel, doch, habe ich schon mal gesehen. Genutzt habe ich selber nicht. Wird sicher eine ganz coole Sache sein. Ist tatsächlich so ähnlich wie ein, ich sag mal, ein UCS, wo du dann, ich sag mal, so ein App Store quasi hast. Warum nicht? Weiß ich nicht, je nachdem, wie neu das Projekt ist, kann sein, dass es halt noch ein bisschen Fehler drin gibt. Läuft anscheinend auch auf einem Raspberry Pi. Warum nicht? Müsste ich einfach mal ausprobieren. Das wäre was für uns für den Stream mal. Also Das schreibe ich mal können direkt mal auf. wir mal gucken. Ist das Ja. jetzt so ein, also da steht ja als erstes erstmal Bitcoin. Für Bitcoin und Lightning Node. Ah, okay, das Das gibt es dann auch direkt mit dazu. Ne? Gratis quasi. gratis. Oder Ja. es meint halt für andere. Ja, nee, das ist aber eigentlich gar nicht so schlecht. Also, so Okay. Bitcoin, da kommt auf jeden Fall demnächst auch nochmal ein Vortrag von mir. Ja, sollte man tatsächlich gar nicht so abstempeln als irgendwelchen neuen Scheiß, wenn man sie richtig mit beschäftigt hat. Aber da schweifen wir ab. Umbrel notiere ich mir mal für einen Livestream für uns. Also, das hört sich echt cool an. Kommt gleich in die Liste. Ja, mache ich direkt mal Genau. nebenbei. Nee, also sagt uns so erstmal nichts. Dann nächste Frage: Gibt es brauchbare Linux-Tablets und Smartphones? Keine Ahnung, Smartphones haben wir das nicht vorhin schon so halbwegs gehabt? Das war Oder das die Hardware Pinephone, dazu? glaube ich. Dann das, ist das Purism? Was ist nochmal Purism? Purism Librem 5 gibt es noch. Genau, das würde jetzt das sein, was ich jetzt so kenne. Es gibt dann noch, also Fairphones, die haben, glaube ich, dann sogar Ubuntu Touch im Angebot auch nochmal. Ansonsten für insgesamt Modifikationen und so ist meistens auch die Google-Handys immer relativ vorne mit dabei. Ein paar ältere Google-Handys. Einfach mal schauen. Also beispielsweise Nexus 5 oder sowas hat viel durchgemacht. Andere auch. Da muss man mal schauen. Oder OnePlus auch immer ganz gut. Da vielleicht mal reinschauen. Ansonsten, was es so richtig momentan gibt, ist das Pinephone, was mir einfällt, und das Purism Librem 5. Aber ich glaube, da gibt es bei beiden wahrscheinlich gerade Lieferverzögerungen wegen Chipkrise und so. Also die kommen so richtig, mal ehrlich gesagt, eigentlich nicht so aus den Pötten, ne, in den letzten Jahren. Liest man immer nur von Verspätungen und allem Möglichen. Es gibt zwar ein paar, die das haben, und die sind dann damit, glaube ich, auch zufrieden. Und ich glaube, das Manjaro müsste auch noch Handys geben auf der Manjaro-Seite. Muss ich mal schnell im nebenbei schauen. Ich glaube, da gab es auch was. Ja, ich glaube, das wäre es zu dem, ne? Und Richtung Tablets. Tablets kenne ich Also gar nichts. irgendwas, was. Also Linux, natürlich Android sowieso, aber. Ja, so andere Distributionen. Also Intel hatte ja mal diese x86-Reihe mit. Ich habe mich mal doppelt. Mit dem Cherry Trail, Bay Trail Chipsatz war so eine abgespeckte Atomvariante, das lief. Naja, irgendwann lief es auch, aber ich weiß nicht, ob man das überhaupt noch kriegt. Und es kommt halt eben darauf an, was man da drauf brät. Letztendlich ist es ein ja, Notebook ohne Tastatur mit so einem Touch-Dings dran. Und wenn man halbwegs ordentlichen Desktop da drauf kriegt, dann kann man es vielleicht benutzen, wenn man sowas mag. Also ich habe mir so ein Ding mal günstig geholt, also war ein Auslaufmodell ja letztendlich. Ja, und hin und wieder habe ich dann mal ein bisschen mit rumgespielt. Ich habe mir dann Debian 10 dann mal drauf installiert und dann Desktop nachinstalliert, dann diesen Touch-Treiber installiert und so weiter. Ja, stellt sich immer so die Frage, was macht den großen Sinn aus? Vielleicht mit Ubuntu Touch oder mit dem, wie ist das andere, dieses Plasma von Garnier. Ja. Vielleicht läuft das besser, wenn die Hardware gut genug wäre. Das Gerät hat 1 GB RAM, ich glaube, da kommt auch nie so viel Freude drauf an. Nee, Also ja. brauchbar, ich weiß nicht, ob es sowas in brauchbar Man muss gibt. aber ganz Das ehrlich auch ist sagen, ist auch ja. schwierig. Also Canonical hat das ja vor 5 Jahren, glaube ich, so ein bisschen angefangen mal und hat da mit BQ, glaube ich, waren die da in der Partnerschaft, haben das ganz groß probiert, dann rauszukriegen. Aber die Sache ist eigentlich, ist ja auch schon damals Firefox mit dem, oh, wie hieß das?
Nicht Firefox Phone, das ist FireOS. nicht so. FireOS, gab's, Fire ist es OS oder das? sowas, weiß ich nicht. Ja, genau, irgendwas in der Hinsicht. Haben sie ja auch probiert, sind ja damit eigentlich auch gescheitert. Windows selber auch, haben das Windows Phone auch aufgegeben. Einfach in der Hinsicht, dass der Smartphone-Markt schon so etabliert ist, dass es, glaube ich, sich einfach absolut nicht lohnt. Ne? Und von daher ist es, glaube ich, auch genauso deswegen, dass es da im Linux-Bereich gar nicht so viel gibt. Ne? Die Hardcore-Linux-Nutzer, die werden da sicher glücklich mit. Aber wenn du jetzt so bald schon irgendwie nur eine richtige APK-Datei hast, dann bist du bei einem normalen Linux auf dem Handy schon mal, ich sag mal, aufgeschmissen. Gut, ja, so abhängig von irgendwelchen APKs bin ich eigentlich nicht, bis auf Spotify vielleicht, aber das gibt es vielleicht sogar schon auf dem Linux-Smartphone über eine weitere App, das müsste sicher funktionieren. Aber beispielsweise so, ne, manche, die WhatsApp nutzen oder so, werden dann quasi aufgeschmissen in der Hinsicht. Das ist natürlich immer ein bisschen schade. Ja, von daher macht das so Linux richtig auf dem Smartphone keinen Sinn, weil es halt eben LinuxOS gibt. Ja, was wir schon vorhin gesagt haben, das funktioniert problemlos auf vielen Tablets und so weiter. Und das kannst du auch selber anpassen. Da gibt es auch noch ganz, ganz viele andere Custom-ROMs. Wobei ich da eher nur die offiziell unterstützten empfehle, weil in den anderen kann natürlich auch überall Mist drin stehen, wenn man will. Bei so kleineren Open Source Projekten sollte man immer, ich sag mal, etwas wachsamer bleiben. Das wäre so mein Senf zu dem mobilen, ich sag mal, Markt nochmal. So. Dann haben wir hier auch eine ganz, ganz klasse Frage. Warum seid ihr vor einer grünen Wand? Tja, wie heißt das? Was ist der Fachjargon für dieses grüne Dings hier? Ah, Greenscreen halt. Greenscreen. Greenscreen. Ja, den nehmen wir in der Regel, also für den Moderatorenansicht, dass wir dann so, ich sag mal, richtig cool aussehen. Und tatsächlich auch zum Schallschützen, ja, weil der Raum, der halt so, also ihr habt es ja vorhin leider im Vortrag gehört von mir. Das war mein normales Mikro, womit ich meine Videos aufnehme. Ich hätte nicht gedacht, dass es so scheiße ist. Ja, jedenfalls ja, hat das hier gar nicht funktioniert, weil es viel zu viel halt. Damit versuchen wir das so ein bisschen wenigstens einzudämmen. Ja, man sieht keine weiße Wand, man sieht uns grün. Weiß nicht, ist so ein bisschen Linux-Guides-Feeling natürlich auch. Also schon Stimmt. alles schon gewollt. Spaß beiseite. Gibt es noch was bei BigBlueButton? Da ist. Ach so. Wann wird LMDE? LMDE erscheinen, die Linux Mint Debian Edition. Die erscheint so ziemlich immer, ja, wenn ein neues Debian rausgekommen ist. Ne? Ich meinte gelesen zu haben, dass die Entwickler sich erstmal auf die 20.3 konzentrieren, die jetzt dann, glaube ich, im Herbst oder Winter dann rauskommt, so Christmas Time rum. Und danach werden sie LMDE 4 angehen oder 5, weiß ich nicht. Also die nächste LMDE-Version dann. Baut halt immer dann auf dem neuesten Debian auf, das lassen sie aber immer noch mal ein bisschen laufen. Das wäre dann in dem Fall Debian 11, Bullseye heißt es, glaube ich. Ne? Das dauert noch, ich würde mal sagen, ein knappes Jahr. Ich glaube, davor braucht man nicht mit der neuen LMDE-Version rechnen. Wobei die neuesten Features ja von der normalen Linux Mint-Version auch immer auf LMDE dann nachgereicht werden. Das heißt, nach einem großen Release von einer Linux Mint-Version, also beispielsweise jetzt bei Linux Mint 20.2, haben die Entwickler dann, soweit ich immer gelesen habe, geschrieben, ja, wir konzentrieren uns jetzt nach dem Release, diese ganzen neuen Features auch auf die LMDE-Version zu bringen. Natürlich, ja, die alten Pakete von Debian 10 hast du momentan immer noch mit drinnen. Ne? Von daher, ja, ist LMDE ganz cool, aber ich glaube, ja, wie ich auch schon in einem Video mal gesagt habe, ja, es fehlt so ein bisschen der Grund dazu, LMDE zu nutzen. Der Debian nutzen will, nutzt Debian selber. Wer Linux Mint nutzen will und kein großes System Tohuwabohu haben will, nutzt es Linux Mint auf Ubuntu-Basis. Ja, ich Ja, glaube, also der ein bisschen Hauptsinn schade. des Ganzen ist ja auch, dass sie die Entwickler irgendwie eine Basis haben wollen für den Fall, dass irgendwann mal Ubuntu wegbricht. Und Das dann war mal wollen sie gar nicht angedacht. von null anfangen müssen. Ja, das war mal angedacht. Also, sie lassen es einfach so weiterlaufen. Die haben das ja dann selber irgendwie in der Umfrage mal gecheckt, dass das eigentlich quasi keiner nutzt, also wenig im Verhältnis zu Linux Mint.
Und die haben einfach gesagt, okay, gut, stört uns nicht, uns macht es keinen großen Aufwand, das weiterlaufen zu lassen. Und solange das erstmal keinen großen Aufwand macht, lassen wir das auch erstmal so weiterlaufen. So richtig, dass man da, glaube ich, wirklich mal ernsthaft umsteigt, ja, weiß ich nicht. Ne? Aber ja, klar, das war auf jeden Fall früher schon die Überlegung, vielleicht auch generell auf die Debian-Basis umzuschwenken und sich von Debian oder von Ubuntu unabhängig zu machen. Aber das ist bis jetzt noch nicht geschehen. Wird wahrscheinlich auch erstmal nicht geschehen. Dann gibt es im Big Blue Button noch eine Frage von Oerz oder Oerz, die wir noch nicht hatten, glaube ich, ne? Über einen Foto-Workflow unter Linux als Alternativ zu Apple. Also die konkrete Frage ist, gibt es einen ähnlichen oder besseren Workflow für Fotos unter Linux, wenn man aus der Apple-Welt kommt und vorher alles mit der iCloud Fotos gemacht hat und vorerst nicht auf das iPhone verzichten will? Danke. Ich persönlich weiß jetzt gar nicht, wie der Workflow unter Apple ist, sodass ich da schwierig nur antworten kann. Es kommt halt weiß drauf es einer an. Von euch? Ich weiß nicht mal, ob du ein iPhone richtig an Linux-Rechner anschließen kannst. Das wäre ja erstmal die erste Frage. Ansonsten gibt es Pix als Fotoverwaltungsprogramm auf Linux Mint. Ich weiß nicht, wie es auf den anderen Sachen heißt. Das ist ein Fork von irgendeinem. iPhones eine Nextcloud-App oder sowas? Oder irgendwie solche Geschichten? Geben. Also du kannst, stimmt, du kannst es über Dann kann man seine Bilder ja austauschen. Genau, über Nextcloud würde es gehen. Und zum Bearbeiten so ein bisschen und zum Hübscher machen und Drehen und alles Mögliche kann ich Pix auf jeden Fall nur empfehlen. Kannst du aber auch noch etwas umständlich, muss man sagen, auch vom Handy aus importieren. Das muss ich sagen. Eigentlich muss man das auch mal neu schreiben, jedenfalls das User Interface. Ne, aber Pix und Nextcloud, würde ich mal sagen. Musst du dir mal anschauen, wenn du es noch nicht kennst. So, und dann haben wir aber noch ganz, ganz viele Fragen hier auf YouTube. Haben wir überhaupt so viele? Erfahrung mit HiveOS hat wahrscheinlich keiner von uns. HiveOS? HiveOS. Nein. Erfahrung nicht. Wird ich wahrscheinlich irgendwas gerade, mit Containern ich sein. Habe, hätte ich mal geschätzt. Ja. Mal gucken. So. Lösung für Raspberry Pi LTE-Router. Nee, komplett nicht mein Thema. Ha? Mining-Dings. Ach, Mining-Distro. Ja. Ja. Warum nicht? Wozu braucht man die, ist die Frage natürlich. Kann man sich ja eigentlich auch ziemlich selber schnell bauen. Aber, boah. Kann ich immer nur weiter warnen vor irgendwie, ich sag mal, unbekannteren Open-Source-Projekten immer erstmal vorsichtig. Besonders wenn es um private Daten oder sensible Daten geht, weil ja, Open-Source basiert darauf gut, jeder kann den Source-Code einsehen, aber irgendjemand muss es auch tun. Bei den größeren Projekten wird das auch regelmäßig gemacht, bei den kleineren. Ja, man weiß es ja nicht. Ne? Also von daher würde ich da immer etwas vorsichtig sein vor solchen kleinen neuen Projekten. Außer man ist da so richtig mit drin und hat da richtig Bock drauf. Aber ja. Dann gibt es noch eine Frage von John D., oder? Ja, würde ich auch als Frage noch sehen, ja. Genau. Mhm. Lösung für Raspberry Pi als LTE-Router. Ich muss diese Huawei von Magenta wegschmeißen. Ja. Oh, sorry. Keine Ahnung. Also können wir vielleicht Stefan dann fragen, vielleicht mal, wenn der zufällig noch da ist. Oder? Also irgendwann habe ich mal so einen USB-Stick, LTE-USB-Stick angebunden. War zwar jetzt kein Raspberry Pi, aber das hat schon funktioniert. Aber ich denke mal, dass es ein Ding von Huawei war. Aber es müsste ja prinzipiell auch andere geben. Also das funktioniert. Das gibt, ich glaube, unter Ubuntu Users habe ich das gefunden, eine Liste mit verschiedenen UMTS und LTE USB-Sticks, die unterstützt werden, und da muss man halt ein bisschen gucken. Also dass man wirklich die richtige Hardware kriegt, sonst kann es auch sein, dass in dem selben Gehäuse auf einmal eine andere Hardware drin ist, die funktioniert nicht. Also die eine Charge funktioniert super damit, die andere funktioniert gar nicht mehr. Und sobald man das Ganze eingerichtet hat, dann kann man ja über, ja, wie will
macht man das über IP-Tables und dieses IPv4-Forwarding und so. Da kann man sich einen Router mit basteln. Das geht schon irgendwie. Aber jetzt Hardware zu kriegen, die, also so ein USB-Stick, der von irgendeiner halbwegs vertrauenswürdigen Firma kommt, weiß ich nicht, was man da jetzt nehmen muss. Ich glaube, da ist, glaube ich, auch das Mobilfunknetz wahrscheinlich die falsche Anlaufbahn, wenn du irgendwas richtig, ich sag mal, Vertrauenswürdiges haben willst. Kommt drauf an, was du jetzt so blöd an dem Huawei Magenta-Stick oder sowas findest, oder Router oder so. Also, wenn es wirklich nur um die Verbindung geht, keine Ahnung. Ansonsten, irgendwas soll ich noch dazu sagen, irgendwas Richtiges, jetzt fällt es mir, glaube ich, gar nicht mehr ein. Tut mir leid, irgendwie war das jetzt... vielleicht fällt es mir nochmal ein. Also da kommen zwei Antworten drauf. RESP-AP und OpenWRT. Sagten aber beides nichts. Also genau. OpenWRT ist diese Router-Distribution, die für diese... Freifunk-Dinger, oder? Ich weiß gar nicht, ob die sowas haben. Aber es wurde ursprünglich für diese Linksys WRTs gebaut, als Alternative zu den zu der proprietären Firmware da drauf. Das konnte denn mehr. Und wenn es sowas gibt, auch für Raspberry Pi, keine Ahnung, gibt es dafür OpenWRT? Ja, also Raspberry Pi Projekte gibt es sicher genug dafür. Erfahrung selber, ja, ich muss sagen, ich muss mit meinem Raspberry Pi auch viel, viel mehr machen. So, gibt es bei Big Blue Button noch eine Frage? Da. Ja, da gibt es noch eine. Achso, okay. Also GIMP kenne ich recht gut. Mit Krita bin ich noch etwas am Stolpern. Benutzt jemand oft Krita? Und wenn ja, wofür bevorzugt? Hier wurde gerade mitgeteilt, dass du Krita benutzt. Stimmt das? Das würde mich auch mal sehr interessieren. Nee, ich benutze tatsächlich keinen Krita, ich benutze GIMP tatsächlich sehr viel. Also die Frage ist, was du machen willst. Wenn du wirklich künstlerisch malen willst, in der Hinsicht ist Krita klasse. Wenn du, ich sag mal, klassisches Photoshoppen quasi willst, irgendwie, keine Ahnung, Pickel entfernen oder sowas, irgendwas freistellen und dein Gesicht irgendwie auf irgendwas anderes kleben quasi und halt solche, ich sag mal, Fotomontagen erstellen, da ist GIMP klasse. Oder auch irgendwie zum mit Bearbeiten von irgendwelchen Kurven, dass es irgendwie der Kontrast schöner ist und alles Mögliche, das ist klasse, da ist GIMP klasse. Krita ist eher zum Erschaffen von Zeichnungen erstmal. Und genau, vielleicht nochmal, um die Reihe abzuschließen, kann ja vielleicht Maren nochmal ganz kurz was zu Inkscape sagen. Ich glaube, da kennst du dich ganz gut aus. Was? Also morgen gibt es einen Workshop zu, nee, nicht morgen, übermorgen glaube ich, ne, gibt es einen Workshop zu Krita noch, aber ich meine, der war schon ausgebucht. Genau, von Klaus. Klaus hätte uns ganz viel erzählen können zu Krita. Genau, es sind leider keine Plätze mehr frei, sagt es mir hier gerade. Wir haben tatsächlich alle drei Grafikprogramme drin. Einmal Krita, dann Inkscape und dann GIMP. Und Inkscape, ja. Genau. Ja, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Na, vielleicht gibt es noch freie Plätze. Bei GIMP ist jedenfalls schon ausgebucht, habe ich schon gehört. Ich glaube, bei mir war noch was frei. Ah, okay. Da will ich eigentlich auch mal hin, aber ich muss hier ein bisschen... Ja, cool. Ja. Aber gut, der wird auch jedes Jahr angeboten. Ich glaube, der GIMP-Workshop ist jetzt... Percival sehe ich dann morgen. Übermorgen. Sehr cool, sehr cool. Ja. Nee, es kommt immer drauf an, was du machen willst. Man kann nicht... also man kann theoretisch wahrscheinlich alle Programme für alles nutzen, aber... Die haben schon ihre... Macht nicht unbedingt Spaß, ja. Die haben schon ihre Aufgabe. Also es sind keine Konkurrenten, es sind eher... Jeder deckt einen anderen Bereich. Ergänzt sich alles, ja. Genau. So, dann haben wir noch was bei Big Blue Button? Da hätten wir als nächstes noch, wie weit ist die Wayland-Entwicklung, beziehungsweise wann wird es Standard? Ist Wayland aktuell Standard bei irgendeiner Distribution, bei Fedora vielleicht? Bei Ubuntu glaube ich auch mittlerweile wieder. Ja, okay. Schon bei ein paar, also bei den ganzen GNOME-Desktops sind sie schon sehr, sehr weit, eigentlich schon quasi durch.
Das funktioniert anscheinend auch sehr, sehr gut. Beispielsweise OBS hat jetzt auch nachgeschossen mit Wayland. Also es kommt schon langsam, ne? Aber es ist natürlich ein riesiger Umstellungsprozess. Also wenn du halt denkst, die Frage hatten wir am Dienstag, ja, was gab es vor Xorg? Da gab es eigentlich nichts Richtiges. Xorg war so das Erste, wo sich dann jeder so ein bisschen drauf eingestellt hat, würde ich mal sagen. Jetzt mal flapsig formuliert. Und von daher, ja, ist alles auf Xorg optimiert und das jetzt langsam alles auf Wayland umzustellen, das ist halt einfach super viel Arbeit und wahrscheinlich auch sehr undankbare Arbeit, weil ja, wer reißt sich drum, ne? Sind wir doch mal ehrlich. Ne? Aber generell, also bei Linux Mint sehe ich da noch schwarz, da sind wir noch auf Xorg und ich glaube auch eine lange Zeit. Bei Debian weiß ich nicht, mit GNOME könnte es langsam kommen. Den Serverbereich betrifft es ja sowieso nicht. Und bei Debian kann man sich es wahrscheinlich auch sowieso noch aussuchen. Und dann kannst du dir bei Ubuntu ja und Fedora, glaube ich, immer noch machen. Also das ist immer noch so im Parallelmodus angeboten. Ja, aber da kam auch eine Frage auf YouTube. Ich benutze ein Asus TransformerBook Mini 3. Darauf läuft das aktuelle Fedora. Es läuft alles außer die Webcam. Vielleicht könnte das auch an dem Wayland liegen. Wenn du mal beim Anmeldebildschirm unten rechts aus Einstellungsfenster gehst, auf dieses Einstellungs-Icon, da kannst du Xorg wählen irgendwie und probier das mal damit oder jedenfalls mal ein bisschen umstellen. Das könnte theoretisch sein, vielleicht irgendwie. Ansonsten ist die Webcam einfach nicht unterstützt. Da vielleicht dann mal in einem Forum nachfragen. Die können dir dann bessere Befehle direkt geben, womit du rausfinden kannst, was für eine Webcam das ist, ob es da Treiber für gibt. Da muss ich sagen, bin ich ein bisschen raus. Also, ja, forum.linuxguides.de, forum.fedora-users, wenn es sowas gibt. Gibt es eigentlich ein deutsches Red Hat oder Fedora-Forum? Gute Frage, nicht bei der Baustelle. Es gibt Also, eine deutsche Fedora-Community, die sieht okay. man in den Chemnitzer Linux-Tagen. Aber was meinst du? Also Fedora, das ist so gar nicht meine Baustelle. Also da? da Ubuntu Users hilft in diesem Fall nun auch nicht weiter. Die sind eigentlich Nee. immer ganz gut. Oder die Leute von Arch, Ja. die sind auch immer ganz gut. Da kann man schon jedenfalls mal grob gucken, auch wenn man es selbst nicht benutzt, ob vielleicht jemand anders das schon mal mit diesem Gerät hingekriegt hat. Denn die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ hoch, wenn es unter Arch funktioniert, wenn es Ubuntu funktioniert, dass man es auch unter Fedora irgendwann hinkriegt. Das stimmt Und wenn da absolut. steht, wir haben es probiert und es geht nicht, dann braucht man sich vielleicht auch nicht unbedingt die Mühe zu machen. Absolut. Nebenbei das Arch-Wiki. Auch so sehr ich, muss ich sagen, die Arch-Community als nicht herzlich, ich sag mal, einstufe im Forum. Das ist meiner Ansicht nach jenseits von Gut und Böse. Das Wiki ist klasse, auch bei Arch Linux. Also da lernt man so, so viel auf der Grundbasis von Linux. Du kannst doch nicht alles für Ubuntu und so weiter anwenden, aber du kannst auch schon einiges mitnehmen. Also Arch Wiki auch vielleicht mal durchstöbern oder Arch Forum. Da sind die Leute dann tatsächlich, was die Technik angeht, meist dann doch ganz gut auf Zack. So, gibt es noch was auf BigBlueButton? Nein. Verwendet bitte Fragezeichen für Fragen. Ja, ist aber Das auch macht ganz uns gut. das Leben leichter. Und bei youtube@linuxguides.de, dann ist das gleich für Jean farblich hervorgehoben. Richtig. Und Genau. Jude Terpen schreibt auf YouTube, vielleicht könntet ihr mal eine Videoanleitung machen, wie man TAR-Archive in Debian Ubuntu installiert oder kompiliert. Ich habe damit immer wieder Probleme. Lieber Jude Terpen, die hast nicht nur du. Die Sache ist, ich habe mir heute Morgen bei der Hinfahrt hier nach Kiel auch um ganz anderen Bereich angeschaut. Da hat auch jemand quasi was von GitHub war das geklont und wollte es mal ausführen. Ne? Ja, musste erstmal 20 Bugs beheben, bis das Ding überhaupt gelaufen ist. Und das ist doch schon häufig mal Standard. Also, das kann einfach daran liegen, dass das Paket selber einfach Schrott ist, in Anführungszeichen, wenn man es dann sowieso noch selber kompilieren muss. Und beziehungsweise für den Endanwender, dass man einfach sagen kann: Okay, gut, pack's aus und es läuft. Weil dann hätten sie es wahrscheinlich in der Regel auch schon irgendwie kompiliert angeboten, wenn sie jetzt nicht ganz blöd sind. Also von daher, die hat jeder diese Probleme. Wenn du so ganz normal ein .targz-Archiv installieren willst, also ohne kompilieren, da habe ich ein Video zugemacht schon mal. In der Regel siehst du das in der Anleitung README oder Installation, meistens in Großbuchstaben geschrieben. Und dann wirklich auch mal alles durchlesen. Aber das ist teilweise auch sehr advanced, muss man tatsächlich sagen. Also das
ist manchmal nicht ganz so selbstverständlich. Da dann vielleicht auch gerne mal bei den Entwicklern nachhaken und fragen, hey, ich verstehe das als Anfänger nicht, könnt ihr da mal vielleicht ein bisschen was Tolleres hinschreiben, dass das auch jeder versteht, so nach dem Motto. Also da gerne auch mal die Entwickler anhauen, kenne ich auch selber ganz gut. Wenn da dann mal jemand nachhakt, dann ja, kümmert man sich darum auch mehr, Genau, das dass. motiviert. Ja, ist wirklich so. Ist Ja, wirklich, du kennst ist es so. auch, ja? Ja, Ja, sonst ist es man eigentlich. merkt es ja auch selber nicht unbedingt, was nicht verständlich ist für andere. Absolut. Dann, wenn es bei auf Big Blue Button Na, nichts ich gibt, gucke nochmal, ob in der Zwischenzeit. Kommen wir zur Frage, kann man mehrere Desktops auf einem System installieren? Früher gab es deswegen Probleme. Ja, das ist, wenn wann sind wir morgen dran? Sind wir morgen dran? Ach Moment. ja, klar, sehen wir morgen dran zu Debian 11, ne? Ein Genau. Streifzug durch Debian 11 um 15 Uhr sehe ich hier gerade. Das ist cool, dass du mir was Ja. ausgedruckt hast. Das muss ich ja Ja. nicht auch machen Habe für ich die ausdrucken Tuxa. lassen. Habe ich ja nicht selbst Er hat ausgedruckt. ausdrucken lassen. Ja, Ja, der Hauke schon danke wieder, ne? Julia. Ah ja, ganz schlimm. Nee, ja, morgen um 15 Uhr schauen wir uns Debian an. Da haben wir gefühlt alle Desktops installiert, die es gibt. Also so gefühlt. Von GNOME über KDE, über Mate, Cinnamon, alles dabei. LXDE, LXQt. Das funktioniert tatsächlich ganz gut. Wenn du da so Fragen hast, ich würde dir LightDM als Display Manager empfehlen. Oder als, ist das ein Display Manager, LightDM? Weiß ich gar nicht, ob das, was das ausgesprochen Ich richtig glaube. heißt. Der Oh, schauen wir LightDM ist mal. schon Ja, richtig, schon, ja, ja. das passt schon. Genau, das funktioniert eigentlich mit den meisten Desktops. Und wenn du das schon mal hast, ist es ganz gut. Dann kommt es auch auf die Distribution an. Beispielsweise auf Linux Mint macht GNOME oder KDE keinen richtigen Spaß. Aber auf Ubuntu kannst du es problemlos in der Regel nachinstallieren oder auch auf Debian kannst du es auch nachinstallieren. Das kommt dann auch immer mal auf die Distribution an, wie gut die Pakete dann darüber pflegt und wie gut das integriert ist. Ja, einfach mal bei DistroWatch beispielsweise schauen. Da stehen auch immer die Desktops aufgelistet, die sie wirklich offiziell unterstützen. Und dann funktionieren die meistens doch ganz gut. Und manchmal überschneiden die sich so ein bisschen im Hintergrundbild. Und du hast vielleicht dann mal drei Einstellungsfenster in den Menüs oder sowas. Manchmal. Das kann man dann aber in dem Schritt oder in dem Sinne nicht richtig vermeiden, würde ich mal sagen. Außer jemand von euch kennt da was anderes. Okay. So, dann fragt Dapo, es gibt doch PowerShell für Linux. Taugt das was? Kann ich nichts zu sagen. Die Leute, die PowerShell mögen, die finden PowerShell toll. Was Die hast du? Leute, die es noch nie verwendet haben, die können dazu nichts sagen und die es doof finden, keine Ahnung. Das hast du sehr schön gesagt, ja. Diplomatisch. Ich glaube, der klassische Linux-User wird sagen, wofür? Wofür braucht man das? Also wenn du Linux richtig nutzen willst, nutz auch eine Bash oder nutz eine Bash, würde ich mal sagen. Klar, es gibt noch mal verschiedene andere Konsolen, Terminals, wie man das auch immer nennt. Da wird man auch von manchen Communities dann zerfetzt, wenn man dann nicht diese eine, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Shell, genau, welche Shell man dann nutzt. Ja, also wenn du es nutzen willst, klar, aber wenn du wirklich richtig gut arbeiten willst mit Linux, wirst du mit der Bash wahrscheinlich besser dran sein, weil die PowerShell sicher nicht alles unterstützt und es sicher auch Kompatibilitätsprobleme gibt. Also würde mich nicht wundern. Gibt es noch was im Big Blue Button? Ich frage immer mal so Ja, das ist zwischennach, gut, das bevor ist wir hier gut. was übersehen. Keine neuen Fragen. Nö. Gut. Tja. Bloß Meinung dazu. Ja, schreibt Genau. jemand auf YouTube, ich bin zu spät. Kommt das Video noch auf deinen Kanal? Ja, das stelle ich tatsächlich danach auch direkt online zur Verfügung. Machen wir nicht wie letztes Jahr, dass das erstmal wieder offline ist, weil dann schauen sich das, glaube ich, mehr Leute an noch. Von daher wird das dann quasi auch gleich direkt dann auch noch online sein. Wo man sich dann nochmal den Livestream gesondert anschauen kann. Wobei es werden auch nochmal einzelne Videos hochgeladen, nach und nach. Also das wird auf jeden Fall auch gerade aufgezeichnet. Geht nichts verloren. Genau. So, So, und haben wir noch gut. was?
Dann bin ich, glaube ich, soweit erstmal durch hier auf YouTube. Big Blue Button haben wir aktuell auch nichts. Und ich würde sagen, das passt auch hervorragend in die Zeit. Ich krieg schon Hunger. Also allerletzte Chance, eine Frage zu stellen, sonst 3, 2, 1 vorbei. Vorbei, Leute, vorbei. Kannst du 3 Tage auf Tiny VM wechseln? Ein Window-Manager, der in 50 Zeilen C-Code geschrieben ist. Oh, jedenfalls nicht mit OBS-Setup hier gerade. Ansonsten wäre es mal witzig. Also eigentlich mal eine Woche irgendwie I3 oder Sway zu nutzen, hätte ich schon mal Lust. Ich glaube, das werde ich auch mal machen. Und dann darfst du bloß Emacs als Texteditor verwenden. Nee, da steige ich aus. Ja. Gut, okay. Ja, ich denke, das wäre es erstmal zur Fragestunde gewesen. Ich würde sagen, wir sehen Denke uns wahrscheinlich gleich noch mal in der Moderatorenrunde. ich auch. Genau, machen wir quasi so ein bisschen den Tagesabschluss, der heute nicht so lange war. Ja, Genau. absolut. Bisschen zum Reinkommen. Morgen, das sagen wir in der Moderatoren-Sache. Ich bin schon wieder voll im Moderieren. Also, ich wünsche euch noch Ja, einen mach. wunderschönen Abend. Vielen, vielen Dank dir, Maren, fürs dabei sein. Ja, danke euch und danke dir für die lange Anreise. Ja, Ja, immer genau. gerne, macht mir immer Preis Spaß. für die längste Anreise. Ja, ist auch was, ne? Jeder hat so seine eigenen Sachen, wo er gut drin ist, ne? So war das. Gut, also. So war das nicht gemeint. Nein, weiß ja auch nicht wirklich. Also, so, gut, okay, ich würde sagen, wir sehen uns gleich in der Moderatoren-Szene. Genau, gut.